Eine Stillgeburt ist etwas vom Schlimmsten, was man sich vorstellen kann. Der Name war Lennart. Es kommt ein Kind auf die Welt. Das Kind will nicht schreien, das Kind lebt nicht. Und irgendwie, aber trotzdem da kommt der Lennart auf die Welt. Wie soll ich sagen? Es ist dein Sohn, man freut sich trotzdem. Aber halt einfach anders. Und ich bin für mich mega stolz zu sehen, als Vater meinen Sohn noch bädeln konnte. Das hat mir extrem geholfen, die Zeit, die ich noch mit ihm hatte, dass ich die noch konnte, so gut wie möglich nutzen. Es ist halt echt schade, das ist auch nicht bei uns. Weil es gibt immer Situationen, wo die Frau und ich uns anschauen und sagen, hey, schade, ist er jetzt nicht bei uns. Wir könnten so viel Schönes mit ihm erleben. Und das Schlimmste ist für mich, die immer so ein bisschen wenn die Leute auf mich zukommen und sagen, ja, wie viele Kinder hast du? Und das ist immer so ein Abwägen, wo man so ein Kind ist, was hat man jetzt sagen? Wenn ein Kind stirbt von einem, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. So einen massiven Verlust, der kann einem so tief in ein Loch ziehen, dass man fast nicht mehr daraus herausfindet, wenn man sich nicht helfen lässt. Jeder Besuch, jede Anteilnahme, jedes Kärtchen, jeder Telefonat, jedes Telefonat hat uns extrem geholfen, den tiefen Schmerz zu verarbeiten und vor allem zu verkraften. Selbstverständlich kann man wieder glücklich sein, aber es wird einem das Leben lang verfolgen. Vor 3 Wochen ist die Lia auf die Welt gekommen. Es ist alles gut gegangen. Das gibt natürlich uns extrem viel Kraft auch und wir freuen uns, dass wir jetzt endlich, ja, ich darf so sagen, ein lebendes Kind haben, das gesund ist. Man weiß nie, was morgen ist. Morgen kann schon alles anders sein und darum schaut, das Beste zu geben jeden Tag und dankbar zu sein, das, was ihr habt. Dankbar sein.